Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du hast wieder reingeklickt. Ja, es ist die Zeit für eine Woche am Arm-Video und ich habe meine de facto 1 am Arm. Und wie ihr sehen könnt, ich komme noch ein kleines bisschen näher. Wir haben ziemlich genau 18.30 Uhr. Ich prüfe das mal auf dieser Uhr hier. Und ihr könnt sehen, 18.31 Uhr, das habe ich vorher nicht getestet. Ja, das zeigt auch meine Herausforderung diese Woche. Ich teste 2 Uhren gewissermaßen. Einmal eine Woche am Arm mit der de facto und hier die Garmin Instinct S2 Solar. Meine Herausforderung wird sein, die Zeitablesung wirklich nur auf der de facto zu machen. Aber ich habe nicht die Zeit, das zeitversetzt zu machen. Ich werde ganz ehrlich sein, wie oft ich auf die Garmin Instinct schauen muss wegen der Zeit. Was natürlich dann auch eine Aussage ist, wie alltagstauglich die de facto 1 ist. Im Urlaub habe ich 1 Zeiger schon öfter getestet. Aber so im Alltag, das wird die Herausforderung sein. Und die extra besondere Herausforderung für mich wird sein, eben nicht auf die Garmin zu gucken, wo ich die Zeit halt deutlich besser ablesen könnte, wenn ich es denn wollte oder müsste. Lasst euch überraschen, seid gespannt. Ich bin es in jedem Fall. Es geht los. Wir haben Mittwochabend, Tag 1 meiner eine Woche am Arm. Ich habe gerade das Intro eingesprochen, habe gerade Hallo und Willkommen und ihr kennt das gesagt. Und meine de facto 1 ist noch am Arm. Ihr habt es gerade gesehen. Ich bin echt super froh, diese Uhr gefunden zu haben. Ich hatte sie schon einmal, habe sie dann aber verkauft, um eine andere Uhr zu finanzieren. Das weiß ich noch. Ob es noch andere Gründe gab, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ist das wirklich eine Uhr, die ich so immer schon mal wieder haben wollte, nämlich eine Einzeigeruhr mit einem relativ großen, breiten Zeiger, nicht zu viel und zu feinen Einteilungen auf dem Blatt, sodass ich sie auch ohne Brille grob ablesen kann. Und vor allen Dingen, sie sollte wasserdicht sein. Und die de facto 1 ist bis 100 Meter wasserdicht. Insofern kann ich die locker beim Duschen, Baden, Schwimmen und auch beim Sport anlassen. Montiert habe ich das Segeltuchband von Guinan. Hat auf der Innenseite ein bisschen Velour. Ich vermute, ich werde diese Woche relativ schnell auf ein Canvasband von Miro wechseln. Da habe ich aber nur noch das grüne und so ein weinfarbenes, weil das schwarze habe ich mir hier an die Garmin gepackt, weil ich das einfach saucool fand. Naja, lasst euch überraschen. Der erste Test wird schon heute Abend kommen, denn die Einzeiger nachts abzulesen, ich bin mega gespannt, ob das klappt, wie gut das klappt oder ob das schon im Prinzip der erste Teil der Aufgabe ist, dass ich sagen muss, nachts funktioniert es nicht. Lasst euch überraschen, morgen früh wissen wir alle gemeinsam mehr. Ja, am Donnerstagmorgen, Tag 2 meiner eine Woche am Arm und meine de facto 1 Limited Edition 2009 ist noch am Arm. Und ja, ich würde sagen, wir haben kurz vor 9, 5 vor 9. Ich habe tatsächlich meine Garmin nicht bemüht und wie ihr sehen könnt, wir haben 3 Minuten vor 9, 2 Minuten vor 9. Also aktuell lese ich die Uhr tatsächlich auf 2 bis 3 Minuten genau ab. Und das ist für mich in Urlaub, Freizeit absolut vollkommen ausreichend. Ich habe ja gesagt, ich beobachte die Leuchtmasse über die Nacht und muss sagen, ich kann euch nichts sagen. Ich habe die Nacht durchgeschlafen, ich bin nicht wach geworden, musste nicht mal zum Klo oder so. Insofern kann ich über die Leuchtmasse in der Nacht selber nichts sagen. Heute Morgen um 6:15 bin ich dann aufgestanden und da war es bei uns im Schlafzimmer so halb dämmerig, weder richtig dunkel noch richtig hell. Und das ist typischerweise ein Licht, wo Uhren
oft nicht gut funktionieren bei mir, insbesondere wenn es sich um die Morgendämmerung handelt, also die Leuchtmasse schon ein kleines bisschen nachgelassen hat. Denn oft ist es noch ein bisschen zu dunkel, um die Uhr ganz ohne Leuchtmasse gut ablesen zu können. Es ist aber noch nicht hell genug, es ist nicht mehr dunkel genug, als dass die Leuchtmasse genug Kontrast und Helligkeit bringt. Also es ist so ein Licht, was ich zum Ablesen von Uhren nicht besonders gerne mag. Und genau in diesem Licht bin ich dann auch aufgestanden. Und da hat der Zeiger wirklich nicht funktioniert. Ich habe dann nochmal die Rollladen ganz runter gemacht, habe es versucht, ein bisschen dunkler zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Vermutung, dass mitten in der Nacht der Zeiger ohne meine Lesebrille echt eine Herausforderung ist, weil einfach nur der dünne Rahmen des Zeigers mit Leuchtmasse belegt ist, sowie das kleine Spitzendreieck. Also es gibt nicht besonders viel, was leuchten kann. Da glimmt etwas, aber um wirklich dann zu sagen, das ist der Zeiger und der zeigt auf diese Zone, diesen Index auf dem Ziffernblatt, brauche ich wahrscheinlich meine Lesebrille, aber das kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, die Uhr trägt sich trotz ihrer relativen Größe angenehm. Ich bin wirklich ganz zufrieden damit. Und was ihr wieder auf der Kamera sehen könnt, die spiegelt anscheinend sehr heftig. Wenn ich das an den Arm packe, dann sehe ich die Spiegelung auch, aber sie stört nicht bei der Ablesung. Auf der Kamera ist das viel deutlicher. Hier scheint die Spiegelung doch komplett die Ablesung unmöglich zu machen. Bei mir am Arm ist das definitiv nicht so. Ich gehe auf den gleichen Winkel, hole mir die gleichen Bäume und kann die Uhr trotzdem ablesen. Ja, Spiegelung ist da, aber nicht so, dass ich die Uhr nicht ablesen könnte. Ja, wir haben Donnerstagabend, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Wenn ich auf meine de facto 1 gucke, würde ich sagen, wir haben ungefähr 20 nach 12. Ich halte die Uhr mal in die Kamera. Ich bin der Meinung, das sind ungefähr 20 nach 12. Ich gucke hier auf meine Garmin zur Kontrolle und es sind 22, 23 nach 12. Das heißt, meine Schätzung ist gar nicht so verkehrt. Ihr merkt, ich ziehe immer hier meine Garmin zum Vergleich ran. Das wird aber weniger, weil ich schon am zweiten Tag mich zunehmend mehr auf die Einzeigeruhr verlasse und auch zunehmend treffsicherer die Zeit vorhersage. Meine größte Abweichung bisher war maximal 4 Minuten und damit kann ich eigentlich noch ganz gut leben, aber es wird zunehmend präziser. Ich bin jetzt immer im Bereich von 2, maximal 3 Minuten und ich denke, gegen Ende der Woche werde ich auf 1 bis 2 Minuten runterkommen, wahrscheinlich sogar wesentlich früher. Was mir aber aufgefallen ist, und das ist etwas ganz Seltsames, ich habe 2 verschiedene Zonen auf der Uhr, die ich genau oder eben weniger genau ablesen kann. Dafür nehme ich einfach mal hier mein zweites iPhone und gehe mal auf die Uhr und zeige euch das. Wir haben also hier auf der Uhr einmal den Bereich der 3 Uhr Seite und den Bereich der 9 Uhr Seite. Und auf dem Bereich der 9 Uhr Seite, das heißt Vormittag und Abend, da ist meine Abweichung immer 1 bis 2 Minuten größer als auf der Seite. Ich habe überhaupt keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass der Zeiger auf der Achse wackelt oder verrutscht oder sonst irgendwas. Ob es vielleicht am Winkel liegt, dass ich hier morgens noch im Bett liege, etwas schräger gucke und dann um den Mittag rum am Nachmittag am Schreibtisch vielleicht eher gerade auf die Uhr gucke und abends wieder im Sofa von einem anderen Blickwinkel. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist aber in der Tat so, dass ich auf der 9 Uhr Seite
etwas ungenauer ablese als auf der 3-Uhr-Seite. Ich werde das die Woche über noch weiter beobachten und dann mal schauen, was daraus wird. Also wie gesagt, das ist meine Erfahrung von heute. Sehr spannend. Ich bin wirklich gespannt, was rauskommt. Im Übrigen werde ich die Nacht über nochmal mich mit der Leuchtmasse beschäftigen. Wir haben Freitag, Tag 3 meiner eine Woche am Arm und meine, na, kann man es sehen, kann man nicht so gut sehen, kann man es hier sehen, da kann man es sehen, meine de facto 1 ist noch am Arm. Über die Nacht hat sich bewahrheitet, was ich vermutet habe. Die Leuchtmasse ist mit etwas Mühe abzulesen. Ich habe tatsächlich die Uhrzeit ablesen können, aber ich habe mich sehr anstrengen müssen. Es hat gereicht, um festzustellen, muss ich aufstehen, muss ich nicht aufstehen. Um die genaue Uhrzeit festzustellen, habe ich dann doch sicherheitshalber aufs Handy geguckt, einfach um nicht zu verpassen, dass ich aufstehen muss, weil dafür war es mir dann doch etwas zu ungenau. Aber es soll ja auch keine Uhr sein, wenn ich es wirklich ganz genau haben muss, sondern nur ungefähr. Insofern ist das für mich auch okay. Ich habe was anderes festgestellt. Seitdem ich die de facto 1 am Arm habe und auch tatsächlich jetzt im Alltag trage, hat sich meine Zeitwahrnehmung verändert. Ich mache Sachen nicht mehr um so und so viel Uhr, sondern gegen so und so viel Uhr. Aber das ist nur die eine Sache. Die andere Sache ist, die Zeit ist relativ geworden. Und mit relativ meine ich, wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich, ach, es ist ja noch nicht mal 10 oder schon nach halb oder gerade eben erst. Für mich relativiert sich die Zeit. Wenn man auf einen Minutenzeiger guckt, ist es immer genau. Und dann weiß ich auch, es ist 3 nach 9. Jetzt weiß ich, es ist kurz nach 9 oder schon nach 9 oder noch nicht mal 15 nach. Das ist jetzt meine Zeitwahrnehmung und das ist eine ganz andere, als wenn sie so genau, pünktlich und auf den Punkt genau ist. Ja, das wollte ich euch für heute sagen. Heute Abend kommt noch eine andere Aufnahme. Ihr habt gesehen, dass ich hier mit einigen Kameras experimentiere. Das ist aber wegen eines anderen Videos, was ich jetzt im Anschluss drehe und was wahrscheinlich Sonntag schon veröffentlicht wird. Wir haben Samstag, Tag 4 meiner eine Woche am Arm. Wir haben ja so 10 vor 12. Ihr könnt das hier sehen und ihr seht, ich kontrolliere gar nicht mehr auf meiner anderen Uhr, weil ich doch sehr zuversichtlich bin, dass ich das jetzt im Griff habe. Ja, wenn ihr gesehen habt, meine Hände sind wahrscheinlich irgendwo ziemlich dreckig. Wir pflanzen gerade den Balkon um. Insofern wird es heute nicht so viele Videos geben, weil mit dem Kercher die Platten umpflanzen, alles sauber machen, das ist schon eine Tagesaufgabe. Der Tag hat ziemlich bescheiden angefangen, muss ich gestehen. Uns ist ein Vogel gegen die Balkonscheibe geflogen und hat sich dabei leider das Genick gebrochen. Wir haben den also heute Morgen im Garten beerdigt. Passiert auch wirklich selten, obwohl wir relativ große Scheiben haben und wegen der Hitze mit Spiegelfolie verklebt, damit Wohnzimmer nicht über 40 Grad steigt im Sommer. Aufgrund der Fensterform können wir da keine Rollos anbringen, also müssen wir das ein bisschen anders machen mit der Hitze. War traurig, aber lässt sich leider nicht ganz verhindern. Wir haben die Nacht von Samstag auf Sonntag, wir haben ungefähr 20 vor 1, also in meiner neuen Sprechweise noch nicht einmal 15 vor 1. Und meine de facto 1 Limited Edition ist noch am Arm. Und ich weiß nicht, ob man sehen kann, sie ist echt ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir haben heute, wie erwähnt, auf unserem Balkon doch so manches gemacht. 4 Bambus umgepflanzt, die komplette Terrasse gekerchert, die kompletten Gartenmöbel sauber gemacht. Mir tut's kreuzweh, ich bin hundemüde. Deshalb nur kurz mein Eindruck, auch das macht die Uhr locker mit. Hat also wirklich heute viel Dreck und Steine und Sand und alles Mögliche mitgemacht. Hat sie wirklich ganz locker weggesteckt.
Morgen werde ich euch mal zeigen, wie die Uhr an unterschiedlichen Bändern aussieht. Ja, am Sonntagmorgen ungefähr 10 vor 10 und meine de facto 1 Limited Edition 2009 ist noch am Arm. Ich habe die Uhr gestern Abend nicht mit der Taschenlampe beleuchtet, weil ich einfach mal wissen wollte, wie gut man sie ablesen kann. Und heute Morgen um 4:30 habe ich die Zeit bis auf 10 Minuten genau richtig geschätzt. Musste zwar mich ziemlich konzentrieren und sehr genau hinschauen, wirklich die Uhr so vorm Auge, dass ich das Glimmen gesehen habe, aber es hat funktioniert. Also es geht tatsächlich, aber es ist de facto, haha, Wortspiel, es ist de facto keine Uhr für die Nacht. Für Dämmerung, Halblicht geht es alles wunderbar, aber die ganze Nacht ist schwierig. Es geht, aber es ist schwierig. Heute werde ich ein bisschen mit Bändern spielen. Ich glaube, dass ich an der Uhr das ein oder andere Band anbringen kann, was gut zu der Uhr passt und vielleicht sogar noch wassertauglicher ist als das aktuell montierte Ginon mit der Lederunterseite. Wir haben Sonntagabend, Tag 5 meiner eine Woche am Arm und meine de facto 1 ist noch am Arm. Wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir kurz nach 10:30. Auf den ersten Blick habt ihr das gesehen. 10:05 ist es. Und ihr könnt das natürlich völlig problemlos erkennen. Ich habe die Uhr abgenommen, weil ich euch verschiedene Bänder an der Uhr zeigen möchte. Ich habe hier auf meiner anderen Kamera ein kleines Line-up gemacht. Ich drehe die Bänder mal um, weil die Kamera auf der anderen Seite steht. So könnte ich mir vorstellen, dass die Bänder an die Uhr passen. Es läuft wahrscheinlich auf dieses Band hinaus. Das ist ein Kautschukband von LA. Die Marke gibt es anscheinend leider nicht mehr. Dann hatte ich gesagt, dass ich mir auch Canvas-Bänder ganz gut vorstellen könnte. Hier haben wir ein blaues, ein bräunliches, ein stahlgraues sowie ein mittelbraunes Lederband. Und alle die werde ich jetzt einmal an die Uhr halten, einfach um zu schauen, wie es aussieht und auf welches Band es dann tatsächlich hinausläuft. Und dafür muss zunächst einmal das aktuelle Band runter. So. Das war übrigens ein Segeltuchband von Ginon. Damit bin ich auch sehr gut zurechtgekommen. Aber ich wollte ja auch gerne schauen, wie die Uhr an anderen Bändern aussieht. Und jetzt gucken wir uns mal das bläuliche Canvasband an. Ja, das finde ich auch sehr schön. Also ich finde das wirklich ganz passend. Ich halte das mal so mit einem Band etwas näher in die Kamera. Ich finde das schon ganz klasse. Also auch wenn das Blatt schwarz ist, das Band dazu, das hat was. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt gedacht. Ich habe gedacht, so ein farbiges Canvasband an der Uhr, das funktioniert nicht so gut. Und ich glaube, bei dem bräunlichen Band habe ich auch recht. Auch hier halte ich das mal so etwas näher in die Kamera. Ja, das ist jetzt wirklich in der Tat nichts, was mich über die Maßen begeistert. Schauen wir uns mal das stahlgraue Canvasband an. Hier bin ich mega gespannt. Hier würde ich eigentlich erwarten, dass das gut passt und gut aussieht. Und ja, das geht. Das kann man machen, aber das Blaue fand ich tatsächlich noch besser als diese Variante hier. Erstaunlich. Ich gehe nochmal auf das Blaue, weil das hat mich tatsächlich am meisten überzeugt. Und das finde ich echt richtig spannend, denn da hatte ich eigentlich gedacht, dass andere Varianten besser sind, aber das gefällt mir in der Tat richtig gut. Mag vielleicht auch daran liegen, dass Blau meine Lieblingsfarbe ist. Das Ganze nochmal
mit einem mittelbraunen Lederband. Und das funktioniert natürlich absolut gut. Schwarzes Ziffernblatt, weiße Indizes, weiße Zeiger, mittelbraunes Lederband. Das geht immer, da macht man überhaupt nichts mit verkehrt. Das ist eigentlich eine ziemlich sichere Bank. So, und jetzt gucken wir uns das mit dem schwarzen Gummiband an. Und das ist natürlich insofern extrem reizvoll, als ich ja gesagt habe, ich möchte diese Uhr als Urlaubsuhr, Freizeituhr, insbesondere auch mit Blick auf die Wasserdichtigkeit. Und genau aus diesem Grunde mache ich jetzt auch dieses Band dran. Das geht ja immer relativ fix. Da muss man ja kein großes Bohai machen, sondern kann ganz einfach und schnell, hoffentlich ganz einfach und schnell, das Band wechseln, sofern man das Federstegloch trifft. Da haben wir es. Und ich muss dann auch gleich die Schließe wechseln, weil hier ist noch die LA gebrandete Schließe dran. Und das mag ich nun gar nicht. Eine neutrale Schließe ist okay, lieber noch eine originale. Aber die Schließe von einem anderen Hersteller an der einen Uhr, das geht in meinen Augen überhaupt nicht. Und aus diesem Grund muss da dann gleich nochmal nachgelegt werden. Ja, und so sieht's dann an dem schwarzen Kautschukband aus. Finde ich gut, finde ich in Ordnung. Die Schließe, die ich dran hatte, die ist zu kurz. Folglich nehme ich hier eine der neutralen Schließen von einem Canvasband in der Hoffnung, dass die Breite des Breitdorn funktioniert und tausche das ganz kurz aus. Und der Dorn, ja, mit ein klein bisschen Zureden, Schmeicheln und Komplimenten passt der Dorn rein. So, Schließe ist dran und wir gucken mal, was die Uhr am Arm sagt. Dorn geht in die Löcher rein, alles super, wirklich fast als wäre es dafür gemacht. Ja, klasse. Mir gefällt es, so bleibt es erstmal und wenn ich das dann gegebenenfalls irgendwann nochmal wechsle, dann wird es wahrscheinlich das blaue Canvas hier, überraschenderweise. Ja, das war mein Bandwechsel am fünften Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Und morgen geht's dann weiter. Wir haben Dienstag, Tag 7 meiner eine Woche am Arm. Und meine de facto ist noch am Arm. Ja, ihr könnt jetzt mit Fug und Recht sagen, wo ist Tag 6? Das habe ich mich auch gefragt heute Morgen. Ich habe gestern einige Aufnahmen gemacht und habe heute Morgen mit Schrecken festgestellt, dass meine Speicherkarten gestern ein Totalausfall waren. Nichts von dem, was ich gestern aufgenommen habe, ist irgendwo auf den Speicherkarten zu finden. Ich bin ganz sicher, dass ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Die Tonspur hier, Mikrofon, die Tonspur gibt es, aber die alleine bringt natürlich überhaupt nichts ohne Bilder. Es tut mir unendlich leid, dass Tag 6 von meiner eine Woche am Arm ein Totalausfall ist und wohl auch bleiben wird.
Dafür aber kann ich euch heute meine de facto etwas genauer zeigen. Ich habe hier meine andere Kamera installiert und zeige sie euch noch einmal richtig schön. Ich bin nach wie vor wirklich sehr angetan von der Uhr und es ist für mich wirklich mittlerweile eine absolut tolle Freizeituhr geworden. Ich habe mich komplett daran gewöhnt, innerhalb von nur einer Woche die Zeit auf 3 Minuten genau ablesen zu können. Nachts, wie gesagt, geht es, aber es ist nicht perfekt, aber es geht. Und ansonsten, die Uhr ist grenzwertig, was die Größe betrifft, aber sie ist ebenso fantastisch, was die Wasserdichtigkeit betrifft. Und mit dem jetzt montierten Kautschukband, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sie für mich eine wunderschöne Uhr, wenn ich es nicht so genau nehmen möchte mit der Zeit. Verarbeitung typisch für Eklor-Gehäuse, klasse. Ein absolut verlässliches Werk drin, bis 100 Meter wasserdicht. Leuchtmasse habe ich mehrfach angesprochen. Ganggenauigkeit muss man sich bei einer Einzeigeruhr auch überhaupt keine Gedanken drum machen. Wenn ich etwas Kritik üben wollte, und das ist dann wirklich ein absolut beinahe sinnfreies Meckern auf hohem Niveau, wenn ich mir das Logo anschaue, unten auf der 6 Uhr, es sieht aus bestimmten Blickwinkeln für mich ein klein wenig so aus, als wäre der weiße Zahnkranz nicht ganz zentriert. Hier auf dem Bild sieht es jetzt wieder so aus, als wäre er zentriert. Wenn ich von unten von der 6 Uhr so drauf gucke, sieht es ein bisschen aus, als wäre der Zahnkranz was nach unten verrutscht. Aber ganz im Ernst, wenn ich schon daran zweifle, ob es so ist, dann ist es wahrscheinlich gerade und ich habe nur einen Knick in der Optik. Ansonsten kann ich an der Uhr so gut wie keine Kritik üben für den Zweck, für den ich sie gedacht habe. Insofern bin ich super froh, dass ich sie mir wieder gekauft habe. Ich hatte sie ja schon einmal. Mein Wochenfazit ist absolut positiv. Es wird keine Uhr für jeden Tag, aber es wird definitiv eine Uhr für viele Urlaube. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über die Uhr denkt. Meine Meinung habt ihr jetzt gehört. Bleibt gesund. Erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.